ein Haus vieler Generationen. Das ist unser neues und aktuelles Projekt hier in Haus Flipper. Ich habe das Haus schon gekauft, stehe schon mal vorne dran. Es ist nicht ganz so groß wie das letzte. Wir haben einen Außenbereich von 880 Quadratmetern, hinten eine kleine Terrasse mit noch einem extra Eingang, ist ja klar, weil sonst müssen wir komplett einmal ja zu Haustür rausgehen und durch den Garten gehen. Ja, die Fenster sind sehr, sehr schmutzig. Und ich würde sagen, wir machen das, was wir jedes Mal machen am Anfang. Beziehungsweise was wir machen müssen. Und das ist erstmal hier alles wild durch die Gegend zu schmeißen. Nein, wir müssen natürlich aufräumen. Soweit, so gut. Wir sehen auf der Minimap schon, es sieht relativ wüst aus. Wir können auch erstmal den kompletten Außenbereich putzen. Das müssen wir ja auf jeden Fall machen. Gehen wir einfach mal mit unserem Wischmopp außen rum. Und wenn dann irgendwo noch was fehlt, also ich hier oben, wobei wir können das... Komm, wir machen das gleich mit. Wir machen das gleich mit hier oben in den Ecken. Und wir haben schon wieder neue Skillpunkte freigeschaltet. Da müssen wir doch jetzt mal gucken, was wir da bekommen haben. Aufräumen geht um 50% schneller. Ja, dann machen wir das doch, ne? Ich meine, ich klicke zwar nur, aber ja, dann räumen wir halt schneller auf. Oder so. Und ich sehe schon, dass die Tür auf jeden Fall rausfliegt. So schmutzig wie die ist. Oder was heißt schmutzig? Abgenutzt, abgewetzt. Da ist die ganze Farbe ab und da wir nicht neu drüber malen können. Das wäre cool, wenn wir die Türen irgendwie mit Farbe noch anmalen könnten, ne? Quasi in grün zum Beispiel oder in, ich weiß nicht, rot, ganz rot oder in blau. Wenn wir das haben wollen sollte. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Na gut. Willkommen im Haus. Hallo. Willkommen. Wir haben einen kleinen Eingangsbereich und ich meine, das ist auch ein Haus, was wir schon hatten. Das hat ja die Karte ja netterweise in den Kommentaren mal mir auch gesagt. Das wusste ich nämlich selbst nicht, dass die Häuser, man kauft zwar unterschiedliche Häuser, die anders heißen, aber vom Aufbau, vom Grundriss her gleich sind. Ich meine, wir hatten das schon. Da hatten wir hier so eine komische Insel reingebaut, so eine Kochinsel. Ja, doch. Das kommt mir sehr bekannt vor. Der einzige Unterschied, den es geben soll, ist, wie schmutzig das ist oder wo der Schmutz denn tatsächlich ist. Ich denke mal, euch können wir auch direkt verkaufen und dich können wir auch verkaufen und dich und dich und... Und dich und dich und alles. Und dich. Und dich und dich und dich und dich und dich. Einfach erstmal alles raushauen. Es ist eh schmutzig, es ist kaputt, es ist alt. Wir wollen das neu und wir wollen es besser machen. Und wir müssen wieder ein bisschen was gipsen hier. Weil doch schon einige Löcher in der Wand drin sind. Aber das machen wir dann, wenn wir soweit sind. Ja, gut, weg damit. Weg damit. Aufräumen. Den Herd. Wie halten, um aufzuheben? Seit wann haben wir den Hosen? Also, ich meine, ich finde es cool, aber seit wann haben wir den Hosen? Gut, den Herd, den. Echt jetzt? So und so und so und so. Naja, okay. Lassen wir das. Aber ja, man kann auch überall Sachen suchen, um sie zu sehen. Ich sage jetzt nicht, was ich da gesehen habe. Das habt ihr vielleicht gerade selber gesehen. Ansonsten aufräumen, klar, muss sein, ist Pflicht. Hier diesen ganzen alten Schund wegschmeißen. Das gehört noch mit dazu, wobei wir da mit Sicherheit auch noch ein paar Sachen einfach hätten sauber machen können. Also die Stühle sahen es nicht so abgenutzt aus, die sahen eher einfach nur... schmutzig aus. Ja, unsere Hose haben wir noch da. Die Tür fliegt noch raus. Dann machen wir die noch raus. Und die machen wir noch raus. Und dann haben wir eigentlich schon alles komplett entkernt. Dann können wir uns eigentlich mal ans Putzen machen. Es muss sowieso überall dann gestrichen und gegipst werden und gefliest werden und keine Ahnung, aber jetzt erstmal den ganzen Schmutz wegmachen.
Wenn ihr irgendwelche Ideen, Vorschläge, Wünsche oder Anregungen habt, was wir denn machen wollen in dem Haus, Raumaufteilung, keine Ahnung, Farbgestaltung, dann immer gerne her damit in die Kommentare. Dann können wir das nämlich auf jeden Fall noch mit einfügen. Wobei wir sowieso dann, glaube ich, langsam eine Pause machen müssen in dem Spiel, weil es gibt nicht mehr so super viele Häuser und ich weiß nicht, wie viele Häuser dann bei dem Garten-DLC dazukommen und da würde ich mir gerne noch was aufheben dafür. Wir haben natürlich noch ein paar kleine Häuser, da können wir auch noch zum Beispiel was machen, aber ich will noch dann die Möglichkeit haben, bei dem Garten-DLC natürlich auch noch genug aufbauen zu können, ohne jetzt dann direkt einen neuen Spielstand anfangen zu müssen. Weil wir uns dann wieder alles freischalten müssten und das würde sich dann auch alles wieder lange hinziehen. Aber schreibt mir doch einfach mal eure Kommentare und eure Meinungen unter das Video. Sind wir hier fertig? Normalerweise bricht er hier ab, wenn er fertig ist, ne? Aber, also ich sehe jetzt hier keinen Schmutz mehr. Aha. Keine Ahnung, was das jetzt war, aber irgendwo scheint da wohl noch ein Krümel Dreck gehangen zu haben, an dem er sich gestört hat. Machen wir gerade das Fenster hier noch sauber und so können wir uns dann Raum für Raum durcharbeiten. Hier schaut es schon relativ gut aus. Jetzt müssen wir noch gerade hier in der Ecke ein bisschen putzen. Ich gucke gerade mal auf der Minimap. Da war nämlich jetzt hier oben in der Ecke. Also hier irgendwo war wohl noch so ein ziemlicher Batzen Schmutz. Der wurde gerade noch angezeigt. Und wir wollen es ja überall sauber haben. Nicht nur ein bisschen, wir wollen alles sauber haben. Und ich glaube, die Regale hier, die fliegen dann auch raus. Wir müssen dann nur mal gucken, wo wir diese ganzen Teller unterbringen. Aber da können wir die mit Sicherheit irgendwo in die Küche stellen. So, dann haben wir es jetzt hier auch gleich geschafft. Werde ich jetzt hier noch putzen und die Fenster reinigen. Noch was Kurzes in eigener Sache, beziehungsweise was euch vielleicht interessiert. Und zwar Landwirtschaftssimulator 19. Der ist jetzt auch schon ein paar Tage draußen. Wir haben jetzt mittlerweile auch einen Community-Server, den habe ich noch eingerichtet. Da hat mir Blue Sky netterweise auch beim Testen geholfen. Mit den Einstellungen und auf was für Fehler oder Exploits man so achten muss. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr Bock habt, ein bisschen Community zu spielen, zusammen auf dem Server unterwegs zu sein, dann haut mich doch einfach mal an oder meldet euch im Forum. Da steht nämlich das Passwort drin, dass wir hier nicht von irgendwelchen Trolls dann überrascht werden, die einfach nur die Fahrzeuge kaputt machen wollen oder die Felder kaputt machen wollen oder Fahrzeuge versenken oder irgend so einen Quatsch machen. Jeder kann da natürlich gerne mitspielen, ist herzlich zu eingeladen und wenn da irgendwie Fragen bestehen oder so, schreibt mich einfach an. Ansonsten Passwort, ich habe es gesagt, steht im Forum. Gut, wir haben noch ein Fenster. Das machen wir noch. Die habe ich eben nämlich gerade einfach mal links liegen lassen. Frecherweise. Und nee, doch nicht. Hallo? Was hier ist schmutzig? Was hier ist schmutzig? Ja, einfach mal wild irgendwo ein bisschen rumrühren und irgendwann ist schon sauber. Irgendwann tut das schon. Gut, Shop, Türen. Und zwar Außentüren. Wir nehmen weiße Außentüren, weil die passen nämlich schön zu dem weißen Haus dazu. Die machen wir nach links auf. Die machen wir nach links auf, wenn genau ich die einbauen darf. Und dann machen wir hier hinten noch eine Tür rein. Die lassen wir auch nach innen aufgehen, wenn ich sie hier irgendwie setzen kann. Ansonsten haben wir jetzt hier einfach einen offenen Garten. Vielleicht geht es auch nicht, weil die Tür jetzt hier als offen zählt. Gucke da. So einfach kann das sein. Na, darf ich die bis ganz raussetzen vielleicht bitte? Nö. Wie weit ist sie denn jetzt drin? Weil sie ist halt hier irgendwie nicht ganz draußen, nicht ganz drin.
Oh, die kann ich jetzt auch schon wieder nicht verschieben. Letztens konnte ich eine Tür wieder verschieben. Ich glaube, das war auch in der letzten Folge sogar, ne? Kann das sein? Die ist jetzt auf jeden Fall wieder fest, aber ich meine, gut, die sitzt eigentlich jetzt nicht so verkehrt an der Stelle. Ich hau jetzt gerade mal hier noch schnell die Regale raus und... was machen wir denn mit den Tellern hier? Wir haben halt nicht so viel Platz. Ich versuche mal ein bisschen was auf der Fensterbank zu stapeln. Aber da kriegen wir nicht alle Teller unter. Darf ich denn auf den Herd noch was stellen? Natürlich nicht. Aber ich kann zwischen den Tellern kann ich noch ein paar Tassen unterbringen. Vielleicht sogar hier in der Ecke noch. Nein. Leider nicht. Ich meine, von diesem Geist her, also von dieser Silhouette her, würde es passen. Aber es hat mich gerade einfach nicht gelassen. Jetzt fangen wir heute schon an zu reimen. Ich sag's euch, Leute. Was ist da wieder los? Löffel? Die bringen wir auch noch unter. Es ist halt jetzt fürchterliches Kleingefuddel, aber ich meine, auf der Fensterbank stören sie mich dann nicht, wenn ich hier irgendwie, keine Ahnung, Teppichboden. Ach, das funktioniert. So wenig Platz für diesen Gegenstand hier. Ja gut, dann legen wir den in den anderen Teller rein. Und da? Auch nicht, aber da geht's. Was? Naja, egal. Wenn es funktioniert, möchte ich mich nicht beschweren. Zu wenig Platz, zu wenig Platz, zu wenig Platz, zu wenig Platz. Gut. Du musst tatsächlich da bleiben. Dann räumen wir hier gerade mal die Ecke noch frei. Und wir müssen uns sowieso überlegen, was wir da für eine Küche einbauen wollen. Ansonsten wegen dem Schreibtisch, ne, da habe ich jetzt noch gar nicht geschaut. Der sieht aber noch relativ gut aus. Nehmen wir das hier als Büro? Ich weiß es noch gar nicht. Wir könnten hier auch mal einen ganz anderen Ansatz machen. Und vielleicht, gut, wir könnten auch die Küche hier hinten hin machen und mal hier den Essbereich reinmachen. Dass wir hier die Essnische zum Beispiel jetzt einfach hier hinbauen. Schlafzimmer, ja, können wir lassen, wie es ist. Bad eigentlich auch. Außer ihr habt da noch Wünsche. Dann sagt sie mir, ich überlege gerade, was man denn noch machen könnte. Man könnte das Büro verkleinern und dafür das Bad vergrößern. Oder wir richten es einfach gut ein. Aber ich würde es einfach sagen, wir beginnen erstmal damit, die ganzen Löcher zuzuschmieren. Wir brauchen dann vielleicht nicht alle Löcher zumachen, weil wir dann... Hallo? Ändern auf Spachteln? Jetzt geht's. Jetzt hat es akzeptiert. Vielleicht müssen wir nicht alle Löcher zumachen, wenn wir dann doch irgendwo eine Wand wegreißen. Aber jetzt machen wir sie erstmal alle zu. Bis ihr dann in den Kommentaren schreibt, was ihr denn so für Ideen hättet. Was wir denn mal machen könnten. Da ist eigentlich soweit alles okay. Dann machen wir jetzt hier im Wohnzimmer gerade noch ein bisschen weiter. Oder auch nicht. Es sah irgendwie, doch da oben, ich weiß nicht, es sah irgendwie nach mehr aus, aber so viel ist es glaube ich gar nicht, ne, mit dem, was wir gipsen müssen. Und da eine große Stelle, da oben noch und dann war es das ja schon. Guckt mal an. Oder habe ich jetzt, ne, ich habe glaube ich nichts übersehen. Glaube nicht, dass ich irgendwas übersehen hätte. Sieht soweit alles gut aus, da kann ich nichts spachteln, nö. Nö, schaut gut aus soweit. Ich überlege jetzt trotzdem mal gerade noch der Eingangsbereich. Ob wir das Bad rausziehen bis hierher. Wollen wir das einfach mal versuchen? Und zwar hier eine Wand hin. Dann machen wir noch zwei einzelne. Und hier noch hin. Und dann brauche ich hier noch... Hallo? Ja. Meinen Türstock. Und jetzt haben wir hier einen ganz kleinen Raum. Schön. Ein Quadratmeter Zimmer haben wir gebaut. Dann hauen wir jetzt hier nämlich die Wand noch raus.
Und dann haben wir nämlich das Bad schon ein kleines Stückchen vergrößert, weil so viel Platz im Eingangsbereich brauchen wir, denke ich, nicht. Da kommen wir damit eigentlich ganz gut zurecht. So, jetzt hier unten nochmal draufklopfen. Na, doch noch zwei. Eins und zwei. Und jetzt warten wir nur noch, bis die Brocken weg sind. Dann haben wir da eigentlich schon was Schönes gezaubert. Dann können wir hier schon mal wieder eine Tür einsetzen. Wir können eigentlich... Ne, überall setzen wir noch keine Türen ein, aber da setzen wir die Tür ein. Ich würde nämlich gerne eigentlich diese Schiebetür hier auch wieder lassen, wie sie ist. Das würde ich gerne beibehalten. Das gefällt mir eigentlich ganz gut mit so einer Schiebetür ins Wohnzimmer. Und ansonsten gucken wir jetzt einfach mal, was wir denn für eine Farbe für den Eingangsbereich nehmen. Vielleicht mal wieder ein bisschen was Abgefahrenes. Wie wär's denn mit Himbeer? Himbeer ist, glaube ich, ist schon arg krass. Ne, so als Eingangsbereich. Aber ich meine, es ist halt auch wieder eine dezentere Farbe. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, weil manche Farben, die wir so auswählen können, die sind sehr grell. Und das ist eher so eine von den matten Farben. Das wirkt insgesamt dann doch ein bisschen angenehmer. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Da haben wir die Fliesen. Ob wir da mit unseren Paneelen was machen können. Paket Außenlaminat weiß. Ob wir das gut unterbringen können. Schmutzig ist hier, glaube ich, nichts hier außen. Ne? Wenn ich jetzt hier noch... Hat sich jetzt irgendwas geändert? Nö, ne? Also es ist auf jeden Fall außen nicht abgenutzt. Wir heben uns das Laminat mal auf. Vielleicht brauchen wir es noch irgendwo. Aber so schaut das schon ganz gut aus. Wahrscheinlich, um das zu verhindern, müsste ich die Tür... Moment, kann ich die nicht vielleicht einfach weiter reinsetzen? Mal gucken. Nee, nicht Innentüren, nein. Außentür. Eingangstür mit Türklopfer. Jetzt kaufen. Oh, so schließt sie nämlich innen genau ab. Und außen haben wir es ausreichend groß. Da könnten wir jetzt so zum Beispiel noch die Seiten hier, die könnten wir jetzt noch verkleiden. So, und dann schaut es nämlich außen auch so aus. Ja, die Tür ist nach innen versetzt. Innen haben wir da kein Problem mit. Geht zum Bad hin auf, weil wir da dann eher noch, wenn wir jetzt reingehen, haben wir hier noch eher Platz, mal außen rum zu gehen. Wenn wir das andersrum aufmachen, wird mir direkt die Tür aufs Schlafzimmer knallen. So ein kleines bisschen, wenn wir hier stehen, sehen wir nichts. Wenn wir hier stehen, können wir so ein bisschen über der Tür durchgucken. Das finde ich auch witzig. Ob das so gewollt ist? Ich glaube fast nicht. Ansonsten Boden, der Fußboden. Boden. Da könnten wir mal eigentlich so ein paar Eingangsfliesen machen. Kein Parkett, Bodenfliesen nehmen wir vielleicht mal noch als Unterkategorie. Und dann, ja, was nehmen wir denn da? Was ist denn damit eigentlich? Na, das schaut ja mal eher nichts aus, ne? Das ist dann doch wirklich eher was für ein Bad oder so. Dann nehmen wir vielleicht einfach nur große Fliesen. Große, weiße Fliesen. Na, so schaut es doch schon wieder ganz anders aus. Das haben wir noch gar nicht viel gemacht in dem Haus, aber der Eingangsbereich, der lässt sich eigentlich schon recht gut ansehen. Ich würde es gerne mal noch gucken nach einem Schuhschrank, Schuhregal. Oh, das ist aber süß. Das ist ja wirklich niedlich. Können wir vielleicht sogar, hey, das können wir sogar tatsächlich dann die Ecke machen. Grün eher nein.
Da haben wir Weiß und da haben wir Fichte. Na, guck doch mal da. Das ist doch mal nicht schlecht, oder? Kommt mir noch bequem ins Bad rein. Also es geht nicht zu weit in den Raum rein. Wenn man das hier überhaupt als Raum bezeichnen will. So, Schuhschrank. Nee, der ist zu groß. Es ist halt diesen. Es gibt, glaube ich, nur den einen Kleiderständer, ne? Sonst haben wir da nichts. Können wir den auch weiß machen? Weiß, weiß, weiß. Weiß, grau. Der würde nämlich jetzt hier eigentlich ganz gut hinpassen. Allerdings würde der dann auch A vor der Tür stehen und B würde der ziemlich die Badetür zuhängen. Das können wir hier, also dadurch, dass ich jetzt halt die Wand rausgezogen habe, ne? Sonst hätten wir da ein bisschen mehr Platz bei der Tür, weil wir ja auch die Tür hier aufmachen können. Dann. Die Wand, die sieht komisch aus. Da habe ich nicht ordentlich gestrichen, guck an. Ja, dann machen wir da vielleicht irgendwas anderes hin. Vielleicht machen wir da einfach nur ein Bild hin oder irgendwas. Wir haben jetzt allerdings schon fast wieder Nacht, deswegen machen wir eine Deckenlampe hin. Wir machen hier eine Deckenlampe hin. Wir machen diese Spot-Deckenlampe. Ich meine, hier braucht man normalerweise nicht viel Licht im Hauseingang. Man sollte sehen, wo man hingeht. Nehmen wir den modernen Lichtschalter oder nehmen wir den modernen Lichtschalter. Ich mag den modernen Lichtschalter. Der kommt hier um die Ecke. Und wir haben Licht. Ich würde jetzt natürlich die Spots noch ein bisschen einstellen, dass vielleicht der hier noch ein bisschen weiter runter geht und der hier noch ein bisschen, wobei den können wir lassen, aber wo guckst du denn hin? Der hier vielleicht auch noch ein bisschen weiter runter oder ein bisschen weiter nach rechts und runter. Dass der eher so in Richtung vom Badezimmer zeigt. Gut, so, wir hätten... was können wir denn noch machen? Ich will nicht so viel machen, weil wenn ihr nämlich sagt, ey, das könnten wir aber so und so machen, baut doch mal den Raum anders. Dann bauen wir jetzt schon den Raum voll auf. Und dann ist das ja alles doof irgendwie, ne? Aber wir können, ich denke mal, das Bad, was wollen wir da noch groß ändern, ne? Natürlich können wir das größer machen, aber ich glaube einfach, wir lassen das Bad, wie es ist. Ändern können wir es natürlich trotzdem, das ist überhaupt kein Thema. Schaut mal, ob hier innen drinnen im Haus diese braunen Türen was ausschauen. Die passt zumindest hier zu der Farbgebung ganz gut, auch wenn da wir hier oben schon wieder einen Bug haben. Komm ich hier hoch? Seht ihr das? Da, der Strich, der sollte eigentlich, glaube ich, außen rum gehen, ne? Der ist jetzt irgendwie ein bisschen angemalt. Ja, da wo quasi diese blaue Linie außen rum geht, das sollte auch noch Tür sein. Naja gut, da ist drum. Dann haben wir da halt keine Tür. Unser Badezimmer. Es wird langsam dunkel, aber mit der Taschenlampe ist es halt auch schon wieder relativ grell. Wegen dem Badezimmer. Wir nehmen jetzt einfach mal... Oh, den Boden fließen. Wir nehmen mal das, was ich eben hatte. So, diese fließen. Dann nehmen wir jetzt die mal, um hier unser Bad bauen. Den Schalter schmeißen wir weg. Wir machen hier die ganzen Anschlüsse raus. Ja, gut. Strom. Ja, ne? Können wir ja nicht. Oder? Können wir doch kaputt machen? Nee, was? Moment. Da ist doch ein anderes Zimmer hinten dran. Wieso darf ich denn hier nicht? Das geht. Oh, jetzt ist die Steckdose abgefallen. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt aber komisch, wenn ich das nicht abbauen könnte. Gut, müssen wir halt dann jetzt hier gleich wieder eine Wand neu reinsetzen. Die Wand fließen. Das ist ein gutes Stichwort. Haben wir da welche? Mosaik Sepia?
Meint ihr, die passen dazu? Oh, das ist echt richtig, richtig grell mit der Taschenlampe. Das ist halt sehr, naja, altertümliches Bad, ein etwas älteres Bad. Von der Optik her. Ist das was, was man lassen kann? Wir können ja natürlich auch da, wo der Sanitärbereich ist, fließen und die andere Seite streichen, weil ich meine, hier können wir eh keine Dusche hinmachen. Dann machen wir vielleicht die Dusche in die Ecke und noch, oh, die Toilette könnten wir vielleicht hier hin machen und ein Waschbecken nebendran. Dass wir nur die Wand hier gefliest haben. Ansonsten machen wir jetzt hier erstmal. Das wieder zu. Dann mache ich jetzt hier gerade mal noch die Wand voll. So wie das ausschauen würde. Mal gucken, wie weit wir noch hier um die Ecke kommen. Vielleicht müssen wir noch mal. Oh je, wir müssen, glaube ich, noch mal ein Paket kaufen. Weil ich will natürlich auch, wenn wir wirklich die Dusche da in die Ecke bauen, das vielleicht noch die Dusche mit einschließen. Das heißt, bis zur Tür bräuchten wir jetzt noch drei Fliesen. Oder drei so Fliesenstücke aus dem Paket. Dass wir das hier noch komplett abschließen können. Ansonsten farblich gesehen. Was würde denn da noch gut dazu passen? Ein Naturbeige. Das klingt interessant. Was haltet ihr denn davon? Ein Naturbeige. Dann machen wir mal hier außenrum gerade mal noch. Alles Naturbeige. Das ist aber eine Farbe, die würde ich sogar hier innen auch mitziehen. Beim Fenster. So. Und hier noch außenrum. Ich mache es gerade trotzdem nochmal an. Ich will natürlich auch einfach noch eine Deckenlampe schon mal einbauen. Dann haben wir nämlich dieses etwas dezentere Licht. So, und die ist gerade hier oben noch. Und genau, jetzt hier halt noch die Fliesen an der Seite. So in der Art hätte ich es jetzt mal vorgeschlagen. Wollen wir das so machen? Ihr könnt mitentscheiden. Bis zum nächsten Mal beim Video dann. Habt ihr Zeit. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sind leider schon wieder am Ende. Aber wie gesagt, ich will auch nicht zu weit vorgreifen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Und sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.